Was geht ab, meine Z-Fighter? Ozer hier zu einem weiteren Team-Rating-Video. Diesmal aber wieder auf Freestyle, denn heute Abend wird euch noch das Banner-Preview zu Thales erwarten. Thales selbst kommt mit seinem Dokken und Banner morgen ab 11 Uhr morgens nach der Serverwartung. Deswegen muss ich das Ganze noch produzieren mit dem Banner-Preview. Werdet ihr heute Abend sehen, haltet da die Augen offen. Aber wenn ich sage, dass ich Team-Rating-Videos auf Freestyle mache, dann heißt das nicht, dass ich mir dafür keine Mühe gebe oder das schlampig mache. Nein, es ist alles wie immer. Die Teams sind zufällig ausgesucht. Ich mache Notizen dazu, alles detailliert und so und so fort. Auf Freestyle heißt dann für mich einfach, dass es für mich in der Videobearbeitung einfacher ist, denn ich lasse dann quasi die Teams so hinscreenen via PC, via dem Programm, in dem ich es aufnehme und nicht erst in der Bearbeitung mit meinem Videoschnittprogramm. Genau. Alles klar, dann das erste Team, wie gesagt, ist von Frage 19 und zwar ist seine Frage, ja, hahaha. Hashtag Team Ozer, kannst du bitte mein Team bewerten? Yes, schauen wir uns das Ganze mal an und zwar haben wir ein Heroes Team. Heißt, jeder Charakter ist ein Super-Type, yes, 6 von 10 Punkten, also Max Level, Max Awake, ja, das sind sie, 8 von 10 Punkten schon mal aus vorweg. Das Team an der Stelle wird auf jeden Fall so funktionieren. Wir haben jeden Typus mindestens einmal vertreten, muss ja Zex Vegito Blues passiv, Leader Skill. Zex Vegito Blues Leader Skill so sein. Ansonsten schauen wir uns mal die Charakterliste an und gucken, was wir hier ändern würden. Wir haben in den AGL Reihen Guilty Charakter, hat er sich entschieden für Kalten Goku Blue und Super Vegito, kann man auf jeden Fall machen. Wobei in dem Setup eventuell Kalten Goku Blue gar nicht sein muss, aber wir schauen uns das Ganze an. Ansonsten, also ob er überhaupt andere Optionen hat. Tech-Charakter haben wir ganz klar unseren Leader. Tech Vegito Blue, den nehmen wir mit, alles klar. Physisch, beziehungsweise Int. Int-Charakter hat er nicht so viel Auswahl, aber du hast auf jeden Fall gut gemacht, hast einen Supporter mit reingenommen mit Int Wiz. Gut, also Props kannst du auf jeden Fall machen, hast du gut gemacht. Physisch-Charakter hätten wir LR Gogeta. Ja, LR Gogeta passt. Und Strength-Charakter ist die Sache, auch wenn der Extreme Z Awake der Gohan auf 100% ist, er lenkt sich gar nicht mit dem Team. Er legt sich nur mit einem Linksteam. Das ist Shattering Limit mit Whis, weil ich das Ganze euch zeigen darf. Nämlich haben wir das Ganze, ihr seht schon, ganz unten links ist Ultimate Gohan, sage ich. Extreme Z-Way Gohan, Ultimate Gohan ist auch da, aber der ist unten rechts, werde ich gleich noch zurück zu sprechen kommen. Extreme Z-Way Gohan passt in das Team nicht. Er gibt legit nur Shattering the Limit. Und das brauchen wir hier nicht an der Stelle. Deswegen würde ich Extreme Z-Awake Gohan raustun auf jeden Fall. Für andere Strength-Charaktere, hast du folgende drei zur Auswahl, die ich mir so hingeschrieben, will ich nicht sagen, aber so ausgesucht habe. Und zwar haben wir einmal Ultimate Gohan. Ultimate Gohan kannst du auf jeden Fall spielen, würde aber eher einen Platz einnehmen eines Rotationscharakters, zwecks seiner Passive, da er noch zusätzlich 50% Death Boost für Super-Type-Verbündeten gibt. Er linkt sich halt auch nicht so gut in dem Team. Wobei er das nicht zwingend muss, weil wenn wir uns die Rotation ansehen, zum Beispiel, wir hatten Tech Vegito Blue mit Super Vegito Blue 1A, passt auf jeden Fall an der Stelle. Vier Links sind ausgesorgt, Fusionscharaktere. Andere könnte man halt einen LR Gogeta mit Kalten Goku Blue zum Beispiel, vier Links passt auch an der Stelle. Oder du nimmst deinen Friend Tech Vegito Blue und hältst ihn mit LR Gogeta in einer Rotation. Da wird es aber doch dennoch ein bisschen schwierig mit Key, denn LR Gogeta hat Prepare for Battle, aber Tech Vegito Blue nicht und in der Form haben sie noch nicht den Linkskill fürs Fighter, deswegen könnte es schwierig werden. Wir betrachten den Friend mal vorerst nicht, also könntest du das mit Kalten Goku Blue in der Rotation hatten, wobei wir dann quasi, dass wir eben, das war die gute Wahl von dir, dass du Whis mitgenommen hast als Endcharakter, er gibt dir Key plus 2 und Attack und Death Boost für alle Verbündeten als Rotationscharakter, also hat das mit dem Key auch passen, heißt, du könntest auf jeden Fall schon Ultimate Gohan spielen, wenn du auf ihn Bock hast, er macht auch selbst natürlich dann Solo gut Schaden und den Verbündeten gibt noch einen Boost, Problem beim Ultimate Gohan ist, er hat halt kein Prepared for Battle, sondern nur Shocking Speed und das hat nicht jeder im Team. Heißt, eigentlich könnte auch statt Ultimate Gohan einen weiteren Supporter mit reinnehmen. Ich habe jetzt Super Saiyan 2 Bardock und Super Saiyan 3 Goku GT hingetan. Beide machen ihren Job wirklich solide. Unterschied zum beiden ist, dass der dreifache Goku GT 33% auf den Angriff gibt und Bardock 30%. Ob dir die 3% was ausmachen, aber warum habe ich dir trotzdem beide hingetan? Weil Bardock hat Prepare for Battle in seinem Kit, dreifacher Goku GT nicht. Er hat dafür Over the Flash. Over the Flash hat hier Kalten Goku Blue und Tech Vegito Blue. Wobei, dass wir verkraften könnten, wenn Over the Flash fehlen würde, weil Tech Vegito Blue ist mit Super Vegito Blue in einer Reihe, Super Vegito Blue, ja, das wär's. Mit Super Vegito in einer Rotation und da reichen die Links jetzt auch total aus. Er müsste jetzt nicht zwingend nochmal Over the Flash haben, weil er kommt doch auch gut so auf seine Ulti. Heißt, ja, die Entscheidung liegt bei dir, ob du Bardock mitnehmen willst oder 3 von Goku T. Der Unterschied zwischen beiden ist nicht so groß. Wie gesagt, der eine nimmt Prepare for Battle mit, der andere nicht. Der andere hat 3% mehr Angriffboost für die Verbündeten an der Stelle. Und ansonsten wäre das so mein Vorschlag für dein Team. Alles klar, und das nächste Team ist von Galaxy Dragon. Hashtag Team Ozeru. Kann man an meinem Potara Team Int, schrecklich Int Team, noch was ändern? Schaut das Ganze mal an. Warum Potara Int? Weil LR Vegito geht ja nicht nur den Potara Charakteren im Buch, sondern auch Int Charakteren. Heißt, wir haben hier
Alle Charaktere sind nicht gesetzt. Ugoku und Supergeta bekommen den zweiten Leader Skill Key plus 3, 90% auf alles. Alle anderen Charaktere, die zur Portalkategorie gehören, bekommen Key plus 3, HP und Attack 170% und auf die Verteidigung 130%. Heißt, das Team stimmt hier an der Stelle. Alle gehören zum Leader Skill, 6 von 10 Punkten. Alle sind Max Level, Max Awake. Yes, da sind wir. Wir haben schon mal 8 von 10 Punkte. Dann schauen wir uns die Charaktere jetzt an. Und zwar haben wir zum allerersten hier die In-Charaktere. Du hast hier entschieden für Ugoku und Supergeta. Hast richtig gemacht. Die beiden Jungs, die machen auf jeden Fall ihr Job auch hier in dem Team. Sie linken sich gut mit den anderen. Ja, Supergeta so oder so ist ein Fusionscharakter mit Vegito Blue. Super Vegito linkt sich da solide auf jeden Fall. Hat auch Prepare for Battle im Kit. Selbes gilt für Ugoku. Also das passt ja an der Stelle. Müssen uns keine Sorgen um Key machen. Du hättest jetzt das Supporter wie mit Whis und Super Saiyan Goku, Buff Goku. Hier einen Supporter mit reinzubringen. Einen zumindest wäre nicht verkehrt. Aber ich verstehe dich total, ich würde jetzt nicht Super Greta oder Ugoku raushauen für Int Whis oder Super Saiyan Buff Goku, nur weil sie supporten. Also das würde ich auch so lassen, könnte man machen, aber ich würde es auch so lassen. Ja, an der Stelle hast du also richtig gemacht, müsste man nicht zwingend ändern. Ihr braucht ja nicht unbedingt immer einen Supporter in einem Team. Das Team macht auch so auf jeden Fall seinen Job und klärt da die Dokkan-Events. Ansonsten gucken wir uns da die Portalcharaktere an, nämlich das sind deine Portalcharaktere. Du hast entschieden für die besten davon, Yep, Elle, wie du ganz klar unser Leader. Vegito Blue physisch, Super Vegito über Agility Super Vegito, ja, wenn sie mehr oder weniger gleich sind, dann ist der physische Super Vegito auf jeden Fall besser, müssen wir nicht drüber reden. Und Strength Rosé und Gel Rosé zählt das gleiche, also das ist auf jeden Fall gut entschieden für die vier Portalcharaktere. Candy Vegito ist da Zink kein Muss, sagen wir es auch nicht. Deswegen hast du da die gute Wahl getroffen, dass du mit deinen In-Charaktere noch reingebracht hast. Also hast du aus deinem Charakterpool das Beste gemacht, gibt es einen extra Punkt, 9 von 10 Punkte. Alright, dann kommen wir zu Shinichi Kudo Meister Detektiv, was glaubt, vielen Dank für die Einsendung. Und zwar schreibt er uns hier an der Stelle. Was schreibt er uns? Hashtag Timozuru, hier mein halb Super Saiyan Team, halb Super Saiyan Hybrid Saiyan meinst du wahrscheinlich. Und mache weiter so, liebe Rüstchen, jupp, kein Ding. Und genau, wir haben ja an der Stelle dann ein Hybrid Saiyan Team. Ultimate ist der Leader, alle anderen Charaktere gehören zum Leader Skill. Yes, das tun sie. 6 von 10 Punkten, alle sind Max Level, Max Level. Yes, das sind sie auch. 8 von 10 Punkten. Alles klar. Dann, das Team funktioniert auf jeden Fall. Auswirk auf jeden Fall LR Trunks und LR Gohan in einer Rotation halten, teilen sich 4 Linkskills als solide gedeckt. Die andere Rotation wird schwierig. Wegen der Charaktere. Schauen wir uns aber erstmal die Charaktere an, denn eigentlich wäre so der Extreme Zero Gohan hier in dem Fall auch nicht zwingend ein Muss. Eventuell würde es einen Supporter gut machen, wie zum Beispiel dieser Gohan hier. Super Saiyan 2 Gohan, wenn du ihn erwächst, wird er ein sehr solider Supporter auch an der Stelle. Wir haben ja auch zwei Trunks drin, die könnte man auch einbauen, aber ihr werdet gleich merken, warum man die eventuell auch nicht einbauen sollte. Und zwar sieht das folgendermaßen aus. Wir haben den Ultimate Gohan ganz klar als unser Leader. Wir haben hier unsere Rotation, die ich genannt habe, lassen auf jeden Fall so die zwei LR, LR Gohan und LR Trunks, müssen wir nicht drüber diskutieren, bleiben in der Rotation, teilen sich 4 Linkskills. Die andere ist jetzt schwierig. Die andere ist jetzt schwierig, denn wir merken ja auch schon, Ultimate Gohan ist ja natürlich, man merkt, dass wenn er kein Prepare for Battle hat, wenn er kein Prepare for Battle hat und Saiyajin ist, in Saiyajin Team ist überwiegend, da fehlt es dann an Key. Er hat leider nur Shocking Speed und Saiyan Lineage. Problem hierbei ist quasi, wenn du ihn in einer Rotation halten willst, hast du nicht so viel Auswahl. Du hast im Prinzip richtig gemacht, dass du den Extreme Zero in Gohan mitgenommen hast. Die drei teilen sich 3 Link-Skills, darunter aber leider nur Saiyan Lineage, Key plus 1, was Key anbelangt. Und ja, Key plus 1 kann man mitnehmen, aber wird schwierig, weil Ultimate Gohan bräuchte dann auf jeden Fall Key und Extreme Zero in Gohan braucht auch Key, weil er ein Nuker ist. Deswegen liegt die Entscheidung an dir, ob du deine zweite Rotation mit dem Ultimate Gohan hältst und dem Extreme Zero in Gohan. Oder mit Super Saiyan 3 Gold Tanks und Seal Tanks. Die teilen sich 4 Linkskills, da musst du keine Probleme mit Keylink machen. Würdest du zum Beispiel Ultimate Gohan mit 3-fachen Gold Tanks halten? Ein Keylink, das ist fies Battle. Das ist schwierig. Die Rotation ist schwierig. Die funktioniert nicht gut. Deswegen Frage an dich. Wenn du sagst, nee, ich habe das bewusst so gemacht. Okay, hast alles gut gemacht. Passt. Also hast nichts falsch gemacht. Da kannst du es auf jeden Fall so lassen, dass du Ultimate Gohan mit Extreme Saiyan Gohan spielst in deiner Rotation. Die zweite LR Gohan und LR Trunks. Wenn du sagst, okay, nee. Dann kann ich auf den Extreme Saiyan Gohan verzichten, einen Supporter reintun, der seinen Job wirklich sehr, sehr gut macht, sei es durch Linkskills, aber durch Passive, und dann sagst du dir quasi, okay, wenn ich den Supporter mit reinnehme statt Extreme Saiyan Gohan, dann lasse ich die andere Rotation Super Saiyan 3 physisch Gohan mit Super Saiyan Seed Tanks. Wie gesagt, die Entscheidung liegt letztlich an dir, wie du das Ganze machst, falls du das wirklich so bewusst gemacht hast, oder falls du dir sagst, okay, nee, ich wollte quasi Ultimate Gohan mit Extreme Saiyan Gohan in eine Rotation lassen, dann würde ich dir in Klammer noch einen extra Punkt geben, weil wenn jetzt aus deinem Charakterpool das richtige gemacht. Alles klar, dann kommen wir zum letzten Team von heute. Das letzte Team ist von Xatix oder XRTX, whatever, danke für die Einsendung, Mate. Und zwar steht hier dran, Hashtag Team Unzaru, bin offen für Vorschläge, oh je. Oh je, jetzt Eskalation. Nein, Spaß. Und so haben wir ein Heroes Team.
physisch wie Dito ist unser Leader. Super Class. Verbündete bekommen Key Plus 3 auf jeden Attribut 50%. Alle Guns und Heroes. Perfekt. Aber schon mal ausweg. Als Tipp, beziehungsweise machst du das auch schon, würde ich dir immer hier raten, Tech Vegito Blue als Friend zu nehmen, denn er gibt den besseren Skill. Bevor ihr sagt, ja halt mal, der hat aber in seinem Team keinen Tech-Charakter. Hold on. Tech Vegito Blue ist ein Tech-Charakter und er gehört zum Pool dazu. Wenn du den Friend mitnimmst, dann zählt das ganze Team, die ganzen 7 Charaktere. Nicht nur deine eigenen 6, sondern auch der Friend. Und dann haben wir einen Tech-Charakter, 6 Leader-Skill von Tech Vegito Blue. Also wird sein Leader-Skill auch aktivieren. Heißt, das Team würde auf jeden Fall funktionieren. Wir haben hier 6 von 10 Punkte. Alle sind Max, also Max Awakened, 8 von 10 Punkte. Dennoch, schau uns mal deine Charakter ist an. Denn eine Änderung würde ich hier auf jeden Fall machen. In dem Team selbst natürlich, wir haben hier vierfachen Gogeta. Vierfachen Gogeta will ich reintun für Kaioken Goku Blue. Vierfachen Gogeta ist auf, also tust du natürlich erwecken erstmal und dann tust du ihn reintun. Vierfachen Gogeta in dem Team ist auf jeden Fall besser aufgehoben als Kaioken Goku Blue. Kaioken Goku Blue in dem Team, sein Job ist eigentlich nur Link-Skills zu sorgen als Rotationscharakter, aber brauchen wir nicht. Wir haben hier genügend Link-Skills, da kommt das Team auf jeden Fall zurecht. Dann, bevor ich weitermache, also das wäre meine Änderung an dich quasi. Dann wird das Team auf jeden Fall funktionieren, nehmt Tech Vegito Blue mit. Und aber bevor wir weitermachen, möchte ich nochmal hier Reminder an euch oder beziehungsweise Ratschlag an euch. Ich möchte hier unserem Boy auf jeden Fall noch ein, zwei weitere Teams vorschlagen, ihn aufzeigen, weil es immer wichtig ist, dass ihr eure ganz Charakter anschaut, Freunde, weil auf den ersten Blick sehe ich hier so viele Leader, die und so viele Charaktere, mit denen du Teams bauen könntest. Nämlich, wir haben hier zum einen Majin Buu Saga Leader Physisch Super Vegito. Wir haben den vierfachen Gogeta, vierfachen Gogeta, klar, aber ich habe vierfachen Goku gesagt. Vierfachen Gogeta als Fusion Leader. Wir haben vierfachen Goku und vierfachen Vegeta. Einer Strength Leader, andere Agility Leader. Zum Beispiel, wir haben Int Leader, Super Int Gogeta. Du kannst auf jeden Fall noch viele weitere Teams machen. Hast du vielleicht auch schon? Ich will es hier nur für euch quasi aufzeigen, dass ihr euch eure Charaktere anschauen sollt, weil, meiner Meinung nach persönlich, hast du eigentlich ein besseres Team als das. Im Endeffekt liegt es an euch, welches Team ihr mir einsendet. Ich will da niemandem zu nahe treten. Das Team passt auch. Du kannst bauen, wenn du damit Spaß hast. Also ich will nicht auf die Schiene sagen, ich will euch nicht sagen, sendet mir euer bestes Team. Nein, das ist euch selbst überlassen. Also ihr habt nichts falsch gemacht. Nicht falsch verstehen, Freunde. Worum es mir dann geht, ist euch dennoch aufzuzeigen, weil vielleicht hat der Dude das nicht gesehen oder vielleicht, ich weiß nicht, wie seine anderen Teams aussehen. Es euch einfach nur aufzuzeigen, nicht nur für unseren Dude, der das eingesendet hat, sondern für jeden. Allgemein für jeden, also da bitte nicht falsch verstehen, quasi hättest du eigentlich ein besseres Team. Nämlich welches? Wie gesagt, ich habe die Lieder aufgezählt, ich sag mal noch ganz kurz für alle, jedermann, die restlichen Charaktere, weil ich habe da einen Graphen dazu erstellt, da ich da das Team zeigen kann. Und zwar, ups, dann haben wir dann folgendermaßen, das dann letzte Charakterliste. Boom, das erste Team, diese erste Änderung, was ich machen würde, ist auf jeden Fall vierfachen Gogeta reintun und du hast physisch Vegito und AGL Super Vegito. In deinem Team ist AGL Super Vegito momentan, ich würde aber den physischen Super Vegito reintun, sofern sie mehr oder weniger gleich sind, dann ist der physische Super Vegito besser. Frage vielleicht, wenn ihr euch die Frage stellt, okay, wenn mein Agility Super Vegito auf 100% ist und mein physisch Super Vegito keine Dupes hat, wäre es besser? Ein Ticken besser ist dann AGL Super Vegito. Wenn er auf 100% ist, kommt auch so auf ein bisschen mehr Schaden, aber dann hat er natürlich beziehungsweise die Chance auf sein Dupe-System, auf Crit, Additional Attack etc. Aber sofern der physisch Super Vegito ein Dupe hat, ist er dann schon besser als AGL, nur für euch zu merken. Heißt, wenn die beiden mehr oder weniger auf demselben Stand sind bei dir, tu den physisch Super Vegito auf jeden Fall rein und vierfachen Gogeta für Kaioken Goku Blue. Rotation kannst du zwei Vierfachen halten und dann solche Tech Vegito mit vierfachen Gogeta. Okay. Apropos vierfachen Gogeta, wie gesagt, du hättest noch ein Fusion-Team. Dein Leader ist vierfachen Gogeta, der Friend wäre Ella Gogeta. Du hättest vierfachen Gogeta, Super Gogeta, C-Tanks, du hättest einen Strength-Code, Ace, Candy Vegito, bekommt einen Tech-Leader-Skill von vierfachen Gogeta und Tech-Leader bekommt auch den Tech-Leader-Skill von vierfachen Gogeta. Problem ist, die beiden bekommen dann nicht den Leader-Skill, den Physisch-Leader-Skill, beziehungsweise gar keinen Leader-Skill, weil es sind keine Tanzfusion-Charaktere, keine Fusion-Charaktere, weil Fusion sind Tanzfusion, es sind Potara-Charaktere, aber diese Dudes geben nicht Potara-Charakteren ihren Leader-Skill, sondern einzige, was vierfachen Gogeta noch gibt, ist einen weiteren Tech-Leader-Skill für Tech-Charaktere. Diese betrifft dann die beiden, aber sie bekommen dann nur den einen Leader-Skill von vierfachen Gogeta und nicht den zweiten Leader-Skill, den physischen Skill von Ella Gogeta. Heißt, du könntest eigentlich auch als Friend einen zweiten vierfachen Gogeta mitnehmen, dann würden die beiden auch
noch einen zweiten Boost bekommen, aber ansonsten würde das auch auf jeden Fall seinen Job tun. Zusätzlich zum Fusion-Team könntest du aber natürlich auch ein Majin-Buu-Saga-Team bauen. Das Ganze würde mehr oder weniger so aussehen zum Beispiel. Wie gesagt, deswegen achtet auf jeden Fall drauf, schaut euer Charakter an, falls ihr noch einen Leader habt, nutzt sie auf jeden Fall. Du könntest auf jeden Fall noch hergehen, vielfach Goku als Leader nehmen, deine besten Super Saiyan-Charaktere oder vielfach Gogeta, deine besten Super AGL oder Super Gogeta, deine besten Super Saiyan-Charaktere und so weiter und so fort, Freunde. Das ist zum heutigen Team-Rating-Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen ein Like und wir sehen uns auf jeden Fall, wenn ihr einschaltet, heute Abend noch ein Banner-Preview. Ansonsten dann das nächste Mal auf jeden Fall. Haut rein, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. I'm done next time.